Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Vlog. Heute in Leverkusen, wo ich geboren, aufgewachsen bin und angefangen habe zu boxen. Ich zeige euch gerade das Haus im Hintergrund, wo ich die ersten Jahre meines Lebens verbracht habe, wo ich sehr, sehr viel Spaß als Kind hatte, wo ich mit einem Teil meiner Familie zusammengelebt habe, die nach dem Krieg wieder zurückgegangen ist nach Bosnien. Und wie man im Hintergrund sehen kann, ein großer Garten. Ich will jetzt nicht zu weit reingehen, sonst werden sich die jetzigen Besitzer bestimmt ein bisschen beschweren. Auf jeden Fall, hier war eine schöne Zeit, war sehr, sehr ruhig. Wir haben sehr viele Tage gehabt mit sehr vielen schönen Zeiten und ich denke sehr, sehr gerne an die Zeit zurück. Wie man sieht, ein sehr großes Haus. Es waren damals 3 Wohnungen. Jeder von unserer Familie hatte jeweils eine Wohnung mit sehr vielen Quadratmetern, sehr vielen Zimmern. Wir hatten sehr viel Platz vor uns und war eine tolle, schöne Zeit, an die ich mich sehr, sehr gerne erinnere. So, jetzt geht's weiter in den nächsten Stadtteil, wo ich dann bis ich Profi geworden bin, gelebt habe und dort habe ich auch angefangen zu boxen. Es war nicht glücklicherweise nicht allzu weit weg von der Boxhalle, wo ich dann halt die ganze Amateurkarriere verbracht habe und das war halt für mich natürlich ein riesen Vorteil. So, jetzt lass mal rübergehen und dann zeige ich euch alles. So, jetzt sind wir hier in der zweiten Wohnung, während meiner Zeit als Profi noch gelebt habe, bis ich 25 war. Nach dem Dreierkampf hatte ich halt die Möglichkeit, meinen Eltern ein Haus zu kaufen. Da sind wir umgezogen und ich bin wie immer wieder sehr, sehr gerne hier. Hat echt Spaß gemacht, vor allem weil der Weg zu der Boxhalle extrem kurz war, 5 Gehminuten. Wir gehen den Weg gleich auch mal ab und da kann man sehen, da oben im Dachgeschoss, das erste Dachgeschossfenster, da war mein Zimmer. Da habe ich die meiste Zeit auch verbracht. Darunter war die Küche, auf der anderen Seite Wohnzimmer. Im Dachgeschoss war auch noch das Elternschlafzimmer. Hier unten haben wir im Sommer, vor allem während der Kriegszeit, mit der Familie viel gegrillt, viel draußen gesessen. Während des Krieges kam ein Teil meiner Familie zu uns. Ich glaube, in der Spitze waren wir, glaube ich, 17 oder 18 Leute in einer 4-Zimmer-Wohnung. War zwar eng, aber war trotz allem eine sehr schöne Zeit, weil wir alle zusammengehalten haben. Meine Cousinen, meine Cousins, wir haben sehr, sehr viel gelacht. In meinem Zimmer haben wir mit 4 Leuten geschlafen. Also ich musste jeden Morgen aufpassen, dass ich nicht irgendjemand in den Bauch trete oder auf den Kopf trete und war eine schöne Zeit, eine tolle Zeit. Wie gesagt, ich bin sehr, sehr gerne hier und ich denke an die Zeit zurück und wenn man sich hier so umschaut, dann kommen natürlich auch einem wieder Erinnerungen hoch und viele lachende Gesichter und war eine schöne Zeit hier. Ich war sehr, sehr gerne hier und habe auch sehr gerne hier gelebt. So, jetzt sind wir vor der Wohnung. Von hier aus bin ich immer losgegangen zum Training und wie gesagt, die alte Halle ist nicht allzu weit weg von hier. Wir gehen jetzt mal den ganzen Weg ab und dann zeige ich euch mal, wie mein Weg bis zu der alten Halle war. Los geht's. So, hier ist meine alte Hut. Hier habe ich als Kind sehr gerne gespielt. Fußball. Hier um die Ecke ist ein Bio-Fleischhandel, Müller. Das war früher Rewe Müller. Da hat meine Mutter auch als Putzkraft gearbeitet. Da habe ich auch ab und zu mal ein bisschen gespielt. Und wir kaufen heute hier noch sehr, sehr gerne Fleisch ein. Sehr hohe Qualität, ist ein Familienbetrieb seit Jahrzehnten. Das ist ein altes Stück Erinnerung. Deswegen komme ich auch sehr gerne immer wieder hier einkaufen. Weil ich glaube, jeder kennt das so ein bisschen. Weil man will sich so ein bisschen ein Stück Kindheitserinnerung auf Ewigkeiten festhalten und wie gesagt, ich bin sehr, sehr gerne hier. Das Geschäft sah früher ganz anders aus, das wurde umgebaut, das war wie gesagt früher ein Rewe. Heute ist das ein reiner Biohandel mit einer sehr, sehr hohen Qualität und Familienbetrieb, ich glaube seit 4 oder 5 Jahrzehnten schon und ganz, ganz tolle Käseprodukte, ganz tolle Fleischprodukte und wie gesagt, ich komme immer wieder gerne hin, um einfach einzukaufen. So, das ist der Müller, den Müller kenne ich wirklich, seit ich ein kleiner Knirps bin und ich kannte schon die Eltern von der Müller und meine Mutter hat hier als Putzkraft gearbeitet und natürlich immer wieder schön, den Müller zu sehen, auch persönlich, der mit Leib und Seele das Unternehmen leitet, von seinen Eltern übernommen hat und ist immer schön, wieder hier zu sein. So, das war mein Weg. Hier, wo man jetzt nur noch Fußballplätze sieht und ein komplettes Fußballareal, da war die alte Boxhalle von uns, da war auch eine Handballhalle. Wir waren in einem Komplex mit den Handballern, Handballdamen. Der wurde abgerissen, schon, ich glaube, vor vielen Jahren. Aber ich glaube, für die Boxer von Bayer Leverkusen ist das ein Vorteil. Die sind, glaube ich, 200-300 Meter weiter. Die sind jetzt in einem Komplex, wo es auch einen Kraftraum gibt, einen voll ausgestatteten, eine Laufbahn und alles. Auf jeden Fall war hier meine alte Halle. Hier habe ich zum Teil fast jeden
Tag trainiert, auch mit der Bundesliga-Mannschaft, mit der damaligen, die sehr, sehr erfolgreich war, was für uns natürlich auch ein riesen Vorteil war, da wir uns mit denen messen konnten, dadurch besser wurden. Wir haben natürlich auch ab und an mal ein bisschen Prügel von denen kassiert, weil die älter und erfahrener waren. Hier habe ich all meine großen ersten Folgerungen, Deutscher Juniorenmeister 95, 96, Junioren-Europameister in der Bundesliga geboxt und dann zurück in die Oberliga, weil ein Neustart anvisiert war von der Führungsetage mit Eigengewächsen. Und ich glaube, wir waren von einer von ganz, ganz wenigen Mannschaften, die fast nur Eigengewächs hatte, aus Bayer Leverkusen noch ein zwei, drei Boxer aus Köln-Kalk. Und wir haben es geschafft, von der Oberliga in die zweite Bundesliga und hochzuboxen. Ich glaube, fast ein Durchmarsch. Wir haben alle Wettkämpfe so gut wie gewonnen. Nicht nur ich, auch natürlich Maurice Weber und mein Trainer, der auch sehr, sehr viele erfolgreiche Jahre hatte. Noch einige andere Boxer, die es auch geschafft haben, Profi zu werden, erfolgreich zu sein. Ich sag mal so, ehrlicherweise, Leverkusen war zu der Zeit nicht die Besten, aber wir hatten immer viele, viele deutsche Meister, fast jedes Jahr kontinuierlich auch die internationalen Titel gewonnen haben, die in der Nationalmannschaft waren, und wir haben uns mit den Besten gemessen und wir haben die meisten Kämpfe gewonnen und wie gesagt sehr, sehr viele Erfolge, und es gab extrem viele Talente. Viele hatten nicht das Durchhaltevermögen, um bis zum Schluss durchzuhalten. Einfach wollten einige es zu schnell, zu viel Erfolg haben und haben sich schon irgendwo etwas gesehen, wo sie noch nicht waren. Ich glaube, es hätten noch viel mehr Talente herauskommen können, hätten sie das Durchhaltevermögen. Und wir müssen an der Stelle natürlich auch unserem alten Trainer Paul Smolacek gedenken, der leider vor einigen Jahren verstorben ist. Der hat uns alle trainiert, der hat uns geformt, auch charakterlich. Und ich denke sehr gerne an die Zeit, weil wir viele witzige Situationen auch hier hatten. Und vor allem, hier war ein Zusammenhalt. Wir waren echt eine Clique. Wir haben uns gegenseitig hochgepusht bei den Kämpfen. Da war so einer für alle Verein, so wie ich es mir auch jetzt für die LEB Box Promotion wünsche. So wie es auch der Fall ist momentan. Ich hoffe, das bleibt auch. Und das schätze ich am Boxsport. Das schätze ich sehr am Boxsport, dass wirklich da einer für den anderen einsteht und einer für den anderen gibt. Selbst nach Niederlagen sind die Jungs am Ring und feuern ihre Trainingskameraden an. Auf der anderen Seite, direkt gegenüber, ist unsere berühmte Dünnrunde. Der Mo wird sicherlich wissen, was ich meine. Und die ganzen Boxer früher von Leverkusen. Wir mussten immer eine laufen vor jedem Training. Das wollte unser Trainer damals so, war sowas wie eine Erwärmung, 2,2 Kilometer. Ja, und umso älter ich wurde, umso mehr Runden bin ich gelaufen. Vor dem De La Hoya-Kampf habe ich es so gemacht, ich bin jeden Tag 4 bis 5 Runden gelaufen. Dann bin ich schon mal direkt schwimmen gegangen. Und das war damals für mich auch so ein Erfolgsrezept. Und ich laufe noch immer, wenn ich hier bin, bei meinem Vater in Leverkusen, sehr, sehr gerne Runden hier und bereite mich auch sehr gerne hier vor. Wo es noch die alte Halle hier in Leverkusen gab, habe ich auch noch ab und an hier trainiert. Aber in dem neuen Komplex, wo die Amateure von Bayer Leverkusen jetzt sind, war ich leider noch nicht, aber werde ich sicherlich auch irgendwann mal machen. Mir persönlich hat es Spaß gemacht, durch Leverkusen mal wieder zu laufen und die alten Zeiten Revue passieren zu lassen. Wenn man hier so durchläuft, dann kommen mir viele alte Bilder so in den Kopf, wie viele Runden ich in meinem Leben hier schon gedreht habe und wahrscheinlich noch einige Runden drehen werde, bis ich meine Karriere beende. Es war eine sehr schöne Zeit, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich möchte die Tage auf gar keinen Fall missen. Aber rückblickend muss ich auch sagen, die Zeit ist echt verdammt schnell vergangen. Ich boxe jetzt mittlerweile in meinem 32. Jahr und wenn ich mal dran denke, wo ich Jugendboxer, Juniorenboxer war und dann Senior, das ist auch schon jetzt mittlerweile über 20 Jahre her, weit über 20 Jahre, fast 25 Jahre, wo ich Senior geworden bin. Und meine ersten Erfolge waren 95 und 96 als deutscher Juniorenmeister. Das ist auch schon eine Ewigkeit her und schon echt Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Deswegen kann ich allen jungen Leuten, die Boxen oder Sport allgemein betreiben und das professionell betreiben wollen, Ziel vor Augen haben, einfach nur sagen, gebt Gas, lasst keinen Tag verstreichen, wo ihr wirklich alles geben könnt, um eurem Ziel näher zu kommen. Das hat mich immer angetrieben. Ich wollte unbedingt Champion werden. Ich wollte unbedingt in diesem Sport was erreichen. Das hat mich Tag für Tag angetrieben. Und ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum ich
so weit gekommen bin. Und das ist, glaube ich, auch weiterhin der Grund, warum ich noch immer die Motivation habe in diesem Sport. Ich will noch einiges erreichen. Und am 26.03. natürlich meinen Kampf gewinnen, um noch ein sechstes Mal Weltmeister zu werden. Und ich glaube, alles, was man braucht, ist tagtäglich aufs Neue Ehrgeiz. Und wie man so schön sagt, jeder neue Tag ist ein Tag, wo man was Neues erreichen kann. Und in diesem alten Jahr, in dem Sinne möchte ich sagen, nicht auf das neue Jahr spekulieren, sondern wirklich jeden einzelnen Tag alles geben von sich und jeden einzelnen Tag nutzen. So, das war's aus Leverkusen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, das hat euch gefallen. Bitte abonniert meinen Kanal, hinterlasst ein Like und in den Kommentaren einfach, was ihr für die Zukunft sehen oder hören möchtet.